Message from General Pepper. Priority one. We need your help, Star Fox. Andross has declared war. He's invaded the Lylat system and is trying to take over Corneria. Our army alone can't do the job. Hurry, Star Fox. Corneria, fourth planet of the Lylat system. The evil Andross turned this once thriving system into a wasteland of near extinction. General Pepper of the Cornerian army was successful in exiling this maniacal scientist to the barren, deserted planet, Venom. 5 years later, General Pepper noticed strange activity coming from Venom. James McCloud, Pygma Dengar, and Pepe Hare of the Star Fox team were sent to investigate. Upon their arrival, Pygma betrayed the team, and James and Pepe were captured by Andross. Pepe barely escaped Venom and returned home to tell James' son, Fox, about his father's fate. A few years have passed. Andross has again invaded the Lylat system. General Pepper has turned to a new Star Fox team, headed by Fox McCloud, to save Corneria and free the Lylat system once again. It's about time you showed up, Fox. You're the only hope for our world. I'll do my best. Andross won't have his way with me. Good luck. Open the wing. Check your G diffuser system. Falco here. I'm fine. This is Pepe. All systems go. Be here. I'm okay. I see him up ahead. Let's rock and roll! Corneria, ehemalige Basis Mission Nummer 1. Herzlich willkommen zu einem Let's Play-Projekt. Oh man, da kann man sich wirklich nur drauf freuen. Hier ist euer Gastgeber, der MichaTeddy93. Wir spielen Lylat Wars. Pepe, get back here! 64. Flippy, watch out! Bogey on your tail! Welches ja auch bekannt ist als... Wow! Help me! Star Fox! Thanks, Fox! I thought they had me. 64 für den N64. Ja, ihr merkt schon, viel Action hier los in den ersten Sekunden. We're entering Corneria City now. Vor allem, was in Sachen Sprachausgabe geleistet wurde auf dem N64. Sehr, sehr gut gemacht von Nintendo. Everybody stay alert!
man muss ja das Soundsystem wirklich vom N64 mal in Betracht ziehen. So richtig CD-Soundtrack waren auf dem Modul nicht möglich. Synchronstimmen auch ganz schön schwer. Aber das ist ja 1er umgesetzt hier. You've got an enemy on your tail. Use the brake. Irgendwie kriege ich jetzt doch. Jetzt haben wir den Lupin hingekriegt. Ein bisschen. Die C-Knöpfe habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ja, viel Synchronstimme, das heißt, viel geredet wird nicht von meiner Seite aus. Wir spielen den normalen Durchgang. I'll take this one. Get the one behind me. Jetzt müssen wir es mal Falco Lombardi retten. Oh, falscher Knopf. Turbo braucht man. Something's wrong with the G-Diffuser. Oh, oh, das ist nicht gut. Use the boost to chase. I guess I should be thankful. Okay. Ja, wir spielen den normalen Weg. Wir haben ja die Route am Anfang gesehen gehabt. Wie sie aussieht. Do a barrel roll. Ay, the barrel roll, die Luftrolle, genau. Das Spiel hat ja im Original keine Speicherfunktion. Das ist auf der Wii Virtual Console Version leider auch so. Es gibt einen Geheimweg hier in dieser Route. Hierzu bitte so lang fliegen unter den Brücken. Pretty smooth flying, Fox. Dies machen wir jetzt aber nicht im Let's Play. Wir spielen den normalen Weg. Wir hätten einen alternativen Boss. Es würde jetzt nach rechts gehen. Try a somersault. Zum Wasserfall, den wir da rechter Hand sehen. Wir spielen den normalen Durchgang. All range mode. Offene Formation fliegen. Wir befinden uns jetzt im ersten Bosskampf und damit nähert sich Part 1 auch schon dem Ende. Ah, so this is Star Fox. I'm going to crush you. Das wollen wir ja mal noch sehen. Enemy field analyzed. Ja, es hat noch nicht ganz gerecht, aber die Bossanzeige. Those who cross Andross will die. You annoying little fly. Kam gar nicht so weit dazu. No. No. Ah, das hat noch nicht gerecht. I will not be defeated by this one. Aim for his back. My emperor, I failed you. Ah, einfach herrliche Retro-Erinnerung. Vielleicht hat es der ein oder andere damals mit Wumble-Pack-Unterstützung damals sogar im Original gespielt. Die Wii Virtual Console Version hat ja leider keine Wumble-Pack-Unterstützung. You okay over there, Fox? Schaltet ein zum zweiten Teil unseres Let's Play Star Fox 64 Lylat Wars 64.